Auch ich nicht. Eins, der Stefan sagt, bald gibt es Osinium-Event. Da gibt es doppelt Loot in ganz Frotja. Nicht nur Erze und so, sondern auch Schatztruhen, also wie in der Malstrom. Nächste Woche, glaube ich, oder sowas. Also echt bald. Und da kriegst du da in der Malstrom-Arena doppelt Belohnung. So, what I mean? Einmal reingehen, zwei Waffen bekommen. Ja, vielleicht die Chance, zwei Blitzschläge auf einmal. Ja. Hoffen wir, dass es diesmal keine einseitige Angelegenheit Aber du musst es halt vorher kennen, das ist das Problem. Leute, Delis, kommt's! Jetzt auch wieder, glaube ich, stark hier, ja. Ihr könnt sterben. Okay. Wir Delta leben ewig. Ich hab's nur lustig gefunden, wie ich ihn dann einmal auf die rechten Seiten mitgeschleift hab. Ja, aber da kann ich doch keinen Schaden machen, wenn ich tot am Boden lieg. Weil ich mir dachte, ja, entweder nimmst du ein bisschen Heiler mit oder du hast mehr Damage raus, dann kannst du das so korrigieren. Wo war? Dabei. Das ist ja beim ersten Mal Porten, wo auf der rechten Seite der Dings ist, der Überlader. Da waren die richtigen Leute, die haben sich gut alle aufgeteilt. Verstehe ich dann mal. Also, dass man auch den Überlader nuken können. Also allein damit klarkommen. Ja, wir haben halt Elvio gehabt und Nick und Bargo und ja, ist ja klar, dass da nicht wirklich rauskommt. Ja, und du, jetzt musst du den im Augenwinkel beobachten, weil er immer diesen einzelnen Flugschuss dir gibt. Da blocken oder wegrollen. Aber ansonsten fliegst du runter, kriegst wieder einen Detrot und darfst nochmal anfangen oder bist tot durch die ganze Aktion. Du musst eigentlich nur Lambada rechts, links um den Feuer herum. Das ist wie in der Blutquelle, dass das so immer dahin ploppt, wo du halt hingehst, ja. Und ihnen im Augenwinkel sind einer oder zwei manchmal. Und dann kommt diese Wand in der Mitte. Und hinter der musst du so hinterherlaufen und kannst praktisch wieder Schaden auf das nächste machen. So taste dich mal vor. Es wird immer wärmer oder heißer und schneller. Und dann kannst du dich ja immer überlegen, ob du halt nochmal runtergehst, weil du einfach zu lange brauchst. Kämpfst unten, gehst dann wieder hoch. Genau. Also wenn es die Scherben oben warme machst oder sowas, dann ist es halt entspannter zum Spülen, finde ich. Ja, gerade am Anfang denke ich, war es für mich auch besser, das in zwei Wegen zu machen. Echt auf Ahn einfach die ganzen Dotzi legen und dann das zweite schon mit Heavy Attacks angreifen und dann halt hinter der Wand verstecken und dann sobald beide oder mindestens ein anderthalb tot sind, dann halt wieder runter und mit den Detrot kämpfen. Ja. Und Weil wieder die. sonst. Ja. Sorry. Sonst kann es halt zu gefährlich sein, wenn du oben zu viel Schaden nimmst, dass dein Leben angeschlagen ist und dann sagst dann ja, gehst doch runter, mal entspannen und sowas und dass dann einfach der Deadrot dich tötet. Alright. Ja. Ich will damit meine Batterie vom Telefon ab. Sehr schön. Die hält gut aus. Sitzt da wieder in der Giftarena, oder? Ja? Aber du Ah, musst den du Weg bist gleich dran. ändern. Genau, weil der wurde vielleicht zur Aufnahme. Ah, aktuell. Ich bin verletzt! Den einzelnen Schuss kannst du nicht unterbrechen, den er so aus der Hüfte rausdrückt. Den musst du eigentlich ihn immer so ein bisschen im Augenwinkel beobachten. Man weiß auch irgendwann mal, wann er es macht. Das macht er aber recht regelmäßig. Aber wenn man halt seinen Plan hat, wie man den Ball.
Er zuckelt so, er wackelt so und hat so meiner Meinung nach die Hände so an seinem Gürtelriemen zusammen und will den Flug so rausdrücken. Dann wackelt er so ein bisschen. Hoppelt. Das macht er beim Start einmal. Heißt, genau, beim Start siehst du es am besten. Startest und dann haust Damage drauf. Nach 2 Sekunden geht er praktisch so in diese Bewegung. Das ist die erste Bewegung. Ja, ich bin mir live auf Schalt. Leute, ich habe zum ersten Mal wirklich mal ein Elektrogerät aufgemacht und so, sowas mache ich nicht. Ich habe ein Handy. So Sachen mit dem Akku gleich gewechselt. Klappe gegen. Aber oh, das kann auch der Akku sein, dass er dick wird. So ist es auch. Ich habe jetzt einen geilen Akku geholt, der auch ein bisschen mehr aushält. Und ist auch noch ein verklebt, sonst kacke ich bei sowas im Arsch. Plastik oder. Klebt die Kamera oder so. Bauchklos, weil die Kamera verkleben. Bauchklos ist. So nicht so technisch versiert sozusagen, sondern eher softwaretechnisch versiert. Ich, also ich mag schon, ich zum Beispiel, ich war früher als Kind, habe ich gern gemalt und so, ja. Also ich denke schon mit den Händen, aber irgendwie, ich habe keine Ruhe bei so. Zum Beispiel beim Auto reparieren jetzt. Hatte ja als Junge dann auch mal so ein Zuhörer, oder willst du irgendwas machen, willst du mal doch die. Das Cockpit, was ist dieses Plastikding? Zweier Golf, Einser Golf war das, ja, Plastik alles. Und dann allein nur diese Kanten, diese Moves, oder hier beim Computer zusammen, weißt du, wenn man wirklich, ey, ich krieg da die Krise, dann hast du das schon, also eigentlich, man klemmt halt doch nochmal, dann machst du, ah komm, jetzt kick mal, und dann macht's Peng bei mir oft, und dann ist Plastik ab oder so, weißt du, so abgebrochen, ich kenne das so oft. Und deswegen mag ich gerade Elektrogeräte, die halt mit Plastik, deswegen mache ich sowas nie auf, weil ich weiß, dass sowas kaputt geht bei mir. Habe ich nicht die Ruhe weg, das stimmt schon, ja. Also was aufzumachen und dann wieder zusammenzusetzen, das kann sowas herstellen, denke ich, fände ich cool, aber was so reparieren, schlecht, glaube ich. Also nicht gut. Oder man müsste sich einfach mal konzentrieren, weil das habe ich gestern gemacht. Ich habe mich voll vorbereitet und ich meine, schlussendlich war das mein Handy mit allen Telefonnummern. Ich habe nichts irgendwie so mir abgesichert oder so. Habe ich gedacht, komm, jetzt konzentriere dich mal, habe alles so sauber gemacht, habe die ganzen Gitter dann sauber gemacht, den richtigen Kleber geholt, sonst hätte, was, hätte ich Sekunden Kleber. Das wäre mir das ganze Handy wahrscheinlich verlaufen da drin, ja. Und so habe ich das schön so einen schwarzen Gummikleber da geholt. Das hält bombenfest und nichts eklig dreckig, schön im Rahmen. Und ich habe einen dickeren Akku, weil mein Akku, glaube ich, echt ist jetzt schon älter. Z1 Sony. Glaub jetzt, ich habe bin am Überlegen, weil zu Anfang ist echt sogar die Displays. Also ich wirklich diese 2 Seiten nochmal nagelneu neu habe. Weil das Handy war wirklich top. Den macht er, wenn du hochgehst, eigentlich wie der Start auch beim Start. Das dauert so 3 Sekunden, dann hat er den in seinem, dann dauert der Schuss. Das dauert so 1-2 Sekunden, bis er den rausdrückt. Aber das erkennt man. Also mussten beobachte mal, dass wie er aussieht, wenn er den Schuss unten macht. Dieselbe Bewegung macht er auch. Eigentlich so nach, wenn du hochkommst, legst du alle Böden drauf, läufst aus diesem Roten raus und da hat er den schon in seiner Hüfte. Dann blockst du praktisch außerhalb des Roten, hast den Schlag weggeblockt und kannst dich wieder voll und ganz konzentrieren darauf. Dann, genau, blocken kannst du. Und dann musst du halt aus dem Roten raus sein, weil das Rote wird dich stunnen sonst. Du musst immer aus dem Roten relativ rauskommen. Das ist wichtig. Und dann, das ging, genau, ist leichter gesagt als getan, aber ich habe auch gedacht, oh, das kriege ich nie hin. Mittlerweile ist das ja der Kiki-Pax, ja, also wenn du das gut drauf hast, hast du die Dinger in 0, nichts unten.
Manchmal macht er aber auch zweimal das während du eins beballern möchtest. Bildphase da. Aber zu viel. Lass mich zu viel. Waffen, bevor du hochgehst. Also ich habe es gerade gesehen, so 2 Sekunden dauert, du gehst hoch und dann so nach 2, 3 Sekunden kriegst du den Schuss schon. Also er lädt ihn eigentlich, wenn du hochkommst, hat er den wohl direkt in die Hüfte. Am besten gehst du wirklich mit Kraftbogen und grenzenloser Sturm unten nochmal hoch. Wenn du das Portal siehst, das machen kannst, einfach nochmal aus dieser AOE-Fläche raus, mal aufwachen, hochgehen, Bogen, beide Bögen legen, umdrehen, Leiste und... Nun zeige ich euch meine wahre Macht. Ich würde nicht sagen, Depper, aber die Malstrom-Arena ist einfach darauf abgebaut, dass getötet wirst. Der härteres Level, glaube ich, habe ich in dem Spiel fast nicht gespielt. Allein halt. Ja. Allein. Nur du, ja. Nur du kannst dir helfen hier. Ich hab mir irgendwie wenigstens so erinnert, wie die eine Mission in GTA San Andreas da mit dem Flugzeug. Irgendwo sind Dynamitstangen in einem Gebäude da musst oder das was gesprengt werden muss. Das war das. Ja. Es gab so ein paar Sachen, wo du wirklich... Ja, das stimmt. Das ist wirklich... Heinz, aber nur so viel, dass du überhaupt da hochkommst. So schnell. Ist auch ein ziemlich gutes Ding, ne? Ja. Konzentrier dich. Ich hab die Nerven jetzt dafür, für den Kampf, dass du einfach immer hochkommst. Weißt du, dass du unten jetzt immer dir schön... Diese Taktik, die du die ganze Zeit machst, nicht mehr änderst, wenn du merkst, die funktioniert so. Ja? Genau, weil er eigentlich immer dasselbe auch macht. Den hat er so seitlich in der Hand, sehe ich. Und Claire Dodge Roll oder so. Ja, das stimmt. Es kommt nicht auf die Gründe an, sondern auf die... Na, den Rest kennt ihr ja schon. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder auferstehen. Nun zeige ich euch meine wahre Macht. So schlampig.
Nein. Im zweiten. Ja. Na, kannst du sagen, ich hab nur so gesagt. Also, ich bin. Weißt du noch, Freitagabend bin ich, glaube ich, dann dahin gekommen. In die Runde. War schon ziemlich müde, weil ich, glaube ich, so dann in zwei Etappen so praktisch gemacht habe, nur ein paar Runden. Mich immer so dann durchgebissen, immer gestorben, weitergemacht und so. Siebte bestimmt auch wie so ein Tag verbracht in verschiedenen Runden. Und dann war ich abends dann in dieser Runde, bin auch durchgekommen bis zur Endbossrunde, gar nicht so schwer. War aber echt kaputt und wurde unten nur gefratzt, ich habe gar nichts gerafft, ja. Genau. Dann haben sie so gesagt, lass dir mal Zeit, und dann bin ich am nächsten Tag praktisch, glaube ich, vormittags den ganzen Tag da gewesen und habe es trainiert, ich habe es nicht geschafft. Nee, es stimmt gar nicht. Es war praktisch der Tag. Ich bin da hingekommen, habe es dann probiert und irgendwann haben sie mir echt nachts gesagt, es war praktisch so nach Stunden, ja, Olli legt dich schlafen, es war samstags, legt dich schlafen, dann ist man kommt zu fertig. Ich habe es echt, ich würde sagen, an dem Tag da drin 100 Mal gestorben, locker über 100 Mal. Und dann habe ich es am Sonntag gemacht, da kam auch der Karl noch, die haben das alles so mitgekriegt. Da hat der Martin noch nicht mehr Bock auf ich gewesen, die Marschstromarena zu gehen. Da kam der Karl, ich weiß noch, sonntags, ich habe Kaffee gemacht, war ausgeschlafen. Da kam der Karl und der sagt, hier ein Karl jetzt. Aber er hat mir einfach geholfen. Und der sagt, ey, Olli, wollen wir mal kurz Champions-Punkt, und dann haben wir einfach, und siehe da, ich habe dann wirklich auch ein Champions-Punkt-System rumgespielt, auch mit einem Helm, aber dadurch, dass ich das am ersten Tag schon auch mit einem Sudan-Helm wieder neu anfangen, wenn du wieder rausflockst und so, musst du dann jetzt hättest du verstecken müssen. Musst du neu anfangen. Bei der Wand, die was jetzt rechts von dir war. Also ein Tag da drin, verzweifelt. Weil da immer den Rausporten und so, das kam noch hinzu, da musst du wieder diese 1, 2, 3, 4, 5 Runden machen, was bis wieder zum Endboss kommt. Und es war eine Tortur. Also locker über 100 Mal gestorben, und ich bin echt verzweifelt. Also dieses Theater der Verzweiflung ist in mich hinein. Ich war fertig, ja. Und dann am nächsten Tag habe ich dann wie so 2 Stunden nochmal trainiert, und dann hatte ich ihn, sage ich mal, dann auch so nach dem 20. Mal dann, weißt du? Dann hatte ich einen Sonntag. Ja. Hab ich, glaub, nee, im Froststab bekommen, genau. Ich war happy, ich habe einen Stab bekommen, ich habe einen Froststab bekommen. Ja, also bei mir war es so, ich bin relativ einfach bis zur 5. Arena gekommen. Und da bin ich dann nochmal lang gesessen. Die hat dann auch irgendwann nochmal funktioniert, nachdem ich da die Mechanik und die Taktik heraus gehabt habe. Danach bin ich wieder relativ gut durchgekommen bis zur letzten Arena, und dann beim Endboss, da bin ich richtig lang gesessen. Da weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich genau da habe. Habe ich auf jeden Fall, habe ich sicher 2 Stunden gebraucht oder so, bis dass ich den Endboss mal unten gehabt habe. Und irgendwann hat es aber dann funktioniert, nachdem ich gewusst habe, wann ich wie meine AOEs und Dots legen muss und die Dead Rots am besten töten und so. Ich habe dafür gleich einen Flammenstab gekriegt. Oh, nice. Nice. Ja, das ist einfach, ich glaube, jeder muss sich selbst sein Bild machen und seine Taktik jetzt erstmal herausfinden. Also sagen wir es so, bis ich gerafft habe, dass ich diesen Clan Ban dann sofort dahin ziehen kann und so, und mir praktisch den nächsten Detroit, also den zweiten, sparen kann oft, weißt du, so. Das hat echt, da bin ich echt 20 Mal, habe ich das, bis ich es mal gerafft habe, weißt du? Und dafür bist du echt schnell oben. Ich weiß noch, dann kriegst du es endlich oben hin, bist verzweifelt schon, weil es auch wieder runtergefallen ist, bist außer Atem, sozusagen. Bist dann unten, freust dich, dass du unten ein bisschen stirbst, verreckst sofort, weil er dann wegport in den diesen Dauer-Spam macht da, den du unterbrechen musst. Den kommt noch nicht, aber der kommt dann, glaube ich, das, genau. Das,
zig. Also ich bin da verreckt. Ich bin da echt ein... Ist, oder was, ich, was auch oft ein Problem war, da sprintest du zu dem Portal mit dem Clanbahn, da hast Clanbahn getötet, du auf und dann bleibst du irgendwie in seinem AOE hängen und du denkst einfach nur, na, wieso? Und der stirbt da drin, gell? Ja, genau. Ja, oder ja, dich ja, haut's dann wieder Awe und dann unten der Clanbahn schau, drauf abgezüht, dass du gefressen wirst. Ja, der hat mich auch manchmal doof gesprengt. Und was mir auch, weil es halt dann immer, weil du da 30 Sekunden Zeit hast. Jetzt solltest halt du immer bei der Wand bleiben, Heinz. Was sich da bewegt. Genau, und dann bist du praktisch, da ist ja das Helle, bist hingerannt mit dem Clanband, aber dann war die Zeit abgelaufen. Zurück, da kommt ja dann der Gate-Rot, weißt du, wie oft mir das passiert ist. Das kommt ja immer dann in diesem Zyklus der Gate-Rot. Ja, bis ich das mal gerafft habe, ey. Naja. Mein Handy ist auf. Gelegentlich ist so hilfreich, gegen einen Uhrzeigersinn zu laufen bei der Wand. Also das war eigentlich meine Taktik. Immer wenn ich raufgekommen bin, beim linken habe ich meine ganzen AOEs und Dots hingelegt. Und dann bin ich schon eher zum rechten rübergegangen und hab dort da schon Schaden drauf gemacht. Eigentlich hilft es aber einfach einmal ruhen lassen, wirken lassen und dann mit einem neuen Tagesgefühl wieder einige. Ich glaube, ich bin auch sicher, weiß ich nicht, erst einmal 3 Wochen gesessen, dass ich überhaupt durch die Mahlstrom-Arena durchkomme oder sowas. Ich glaube, ich brauche jetzt da noch immer 1,5 Stunden bis zum Boss. Dann brauche ich auch sicher nur mal so 1,5-2 Stunden, dass ich den Boss überhaupt liege oder sowas. So, das ist auch noch mit viel Zeit verbunden, sage ich mal. Ulti Aufladen, schaut mal so aus. Ah, diese Drecksheilerin, was ist sehr aktiviert. So zum Kotzen. Jetzt hat sich das Portal wieder gewechselt. Klick muss der Mensch haben. Trank. So, ja, das Blocken. Blocken? Bis ich den Stream verzögert, kann ich da nicht helfen. Nein, ich hab nur gesehen, dass er den nekrotischen Schuss macht und da habe ich gesagt blocken. Ihr könnt sterben, wir Daedra leben.
passt auf meinen Schatz. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn du drauf kommst, dann kannst du schnell aufbuffen und dann musst du aber schon blocken. Weil dann macht er schon den nekrotischen Schuss. Du hast so 3, 4 Sekunden, 5 Sekunden vielleicht, wo du schnell hochbuffen kannst oder die ersten Angriffe legen kannst und dann musst du aber blocken oder dodge rollen. Ah, der Deadrot, ja, das ist so gemein. Und der zur Grillparty kommt, ist aus und geschenkt. Komm, wir probiert, dass du ihn eher umkreist und nicht vorher um der V rennst. War immer meine Lieblingstaktik bei dem. Ja, ich finde den. Da habe ich einfach immer gewusst, sobald ich den auf Distanz irgendwie, der seine Attacken macht, bin ich tot. Beim Umkreisen, da kannst du schön im Kreis trauen, da kann er sich Feuer hinter mir nachzahlen, so wie er will. Kann er schon sterben. Genau. Das ist ein sehr guter Tipp. Weil der beim Laufen gibt er die schon die Schläge, seine Schläge ab und ich glaube, die sind so Blutungsschläge und so. Eigentlich schnell den am Spotten und nah bei ihm sein. Den, genau. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder auferstehen lassen. Nun zeige ich euch meine wahre Macht. Kann, was ich jetzt eben gesehen habe, ich kann nur als Hilfe geben, sobald du einen Detroit siehst, würde ich Fokus sofort auf den Detroit nehmen, da eine Bahn schon nehmen, alle auf. Das ist ja praktisch in dem Fall, wenn du dann flüchtest eher, also eher rollst und so, dass er dennoch Schaden kriegt und der geht schnell runter. Das heißt, irgendwann bist schon, Bärenangriff kannst du dann schon mal danach durchdrücken und dann Magier Rage, dann platzt der und dann kannst du dich nämlich wieder voll und ganz auf alles andere kümmern. Aufgepasst da hoch. Das war dein Zeit da schon nicht. Ja.
springen. Hört zu den Knopf, ha? Wir können jetzt nur die Sachen aus dem Stream dazu hören. Dort bei der Wand und dem Einschlag, das war ein Knopf. Oder war der Trotter, war jetzt ein Scheiße. Ja, die wird auch schnell, oder? Ja, die wird schneller. Oh, Siegelbein, glaube ich, was tötest, wird die schneller, oder umso länger, dass du oben bist. Du hattest den einen schön gemacht. Ich sag, es wird dir zu heiß, also es wird heiß. Also man muss echt schnell sein, damit es angenehm ist. Wenn du nur ein bisschen länger brauchst, wird es dann unangenehm. Du hattest eben den einen schön kaputt gemacht, kamst recht zügig zum zweiten, hast den halb kaputt gemacht und dann, wäre ich runtergesprungen. Du hattest halbe, ich wäre aufbuffend runtergesprungen, du hattest halbe Magika. Und dann kämpf lieber mal mit dem Detrot ein zweites Mal. Konzentrier dich halt darauf, dass wenn er dann kommt, du voll Gas auf ihm bleibst und wie Stefan sagt, rolle, 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 das Feuer kurz abwartest, weil er kaputt machst, dann AOE liegt er in der Zeit immer noch. Und dann gehst du wieder hoch mit dem Clan, dann buffst dich wieder auf, machst die anderthalb kaputt. Ich glaube, das könnte einfacher sein. Es wird so heiß, du brauchst ein bisschen lang, dann wird es unangenehm in einem Zuge das zu machen. Ach, das wären schöne emotionale Momente werden jetzt. Hätte ich gern so eine DJ-Box. Jetzt hätte ich eine schöne Musik gemacht. Erstmal Rambo nochmal. Erstmal ein bisschen Mozart oder sowas. Dann kommen wir in eine Normalstrom-Arena. Nein, nein. Ich war schon sehr kampf mit Jungle Song und ganzen Roses oder so. Ne? Sonst muss ich die Trauerfolklore von Peak spielen. Ja, nehmen wir vielleicht Ave Maria nehmen oder sowas, Dennis. Ave Maria und so. Ein, du siehst das falsch, also wir gucken dir zu. Ich weiß nicht, wie der Stefan das sieht, ich finde, du machst das ziemlich gut. Ja. Du tust dich halt, sind halt, natürlich, für mich ist der Detroit auch unangenehm, aber für mich ist er noch nicht so lebensbedrohlich. Der kann dann lebensbedrohlich sein. Ich würde mir das vereinfachen, jetzt eine Taktik spielen. Hefte da oben machen und runtergehen und nochmal den Detrot mit viel Marika unten aufgebracht und bedienen. Weil du kriegst das sowieso einen Fallschaden, wenn du drunter kommst. Dann hast du eigentlich eben den Detrot da schon zum Kämpfen. Also das ist mir leichter gefallen, als wenn ich dann oben zu lang war und genau. Dann echt die Reißleine gerissen habe und gesagt, okay, jetzt kann ich. Jetzt schaut es mit Mana schlecht aus und jetzt hupfe ich runter und dann bin ich auch schon im Sprung gestorben. Ja, also ich sag dir mal, darf ich dir sagen mal, wie du hochgehen darfst, hochgehen würde? Also du hast das ja unten im Griff, dir das Portal geben zu lassen. Wenn das passiert, kommt erstmal kein Detrot, außer die Zeit ist um. Also du killst das, wenn das Portal aktiv ist, ja? Dann würde ich mich kurz mal eine Rolle nochmal seitlich machen, weil ja immer diese Anker-Dinger kommen. Und mit der Rolle würde ich mir auf jeden Fall nochmal die Kraftvogel geben und nochmal deinen elementaren Dings. Dann gehst du hoch, bist auf der Leiste und gibst direkt den Boden, ohne zu denken, Boden plus links nehmen und glaub mir, dann machst du schon einen ersten schweren Angriff drauf, dann klopfst du den weg. Weißt du, und hast es. Und ich würde, ja, ich würde zwei Anläufe machen. Und du kannst innen rein springen übrigens. Spring innen rein, dann musst du nicht innen außen in die Lava springen. Einfach innen rein springen, bis du unten angekommen. Du
Du, nachher wirst froh sein, wenn ein Goldener durchgeflitzt. Da würde ich auch. Da oben. Es ist wichtig, aufgebufft da hochzugehen, dass du sofort links schwenkst mit der Maus und dann nur noch elementaren Boden und Blitzfluss legst. Und nicht noch irgendwie Abbro, das dauert viel zu lang, dann musst du ja blocken, da hast du halt allen Schaden drauf gemacht. Das, da musst du nicht. Da es kommt erstmal kein Detron. Ja, das war's bei uns wohl am Anfang. Naja, bei mir eigentlich jetzt auch noch immer, nachdem ich alles hab, geh ich nicht mehr rein. Ja, vor allem ist auch manchmal blöd, also manchmal ist ja wirklich irgendwas, dass du was nicht machen kannst oder doof gestunt wirst und dann darf und Leute, das ist ja dann schon manchmal nervig. Ja, oder dann passieren da einfach irgendwelche Fehler in deiner Routine, wo du denkst, ja super, hat das jetzt echt sein müssen oder stößt dich echt zu blöd aus, Stefan, das kann sie echt nicht sein. Hast du wieder mal so 2-3 Runden, wo du einfach der Ulti auflaunst und dann denkst du, soll ich jetzt lieber die Taktik spielen oder soll ich die Taktik nehmen, wo, wenn sich der Boss das erste Mal portet, dass ich am Downer Ulti draufklatsche, wenn der Deadrot kommt und sowas. Und da willst du fragen, was mich so stört. Ja. Und den Deadrot am besten beseitigen. Ich würde schon langsam die Wand ein wenig suchen. Schnall den Deadrot erstmal ab. Die zwei wichtigen Skills, grenzenloser Sturm und Kraftruhe für dich. Da. Sehr wichtig. Gut aus. War schwer. Da oben musst du blitzen und Kraftruhe mäßig. Dann nur noch das andere. Was die echt schnell wegrasiert. Du musst nicht direkt am Portal so, sterben. Also er kann ein paar Meter vorher sterben, der Clanbahn. Seit technischen Gründen. Ach sorry, das ja. Das jetzt genau, aber das hast du eben perfekt gemacht, genau so. Unten, genau so. Perfekt, das war perfekt eben. Wo wieder hochgekommen bist. Dann. Dann für oben am Lambada tanzen und dann als Nuken. Dann hast du goldene Geister suchen und entscheiden, tötet jetzt den Clanbahn oder den Boss. Alle beim Clanbahn. Also die Wache meinst du?
Ja, genau. Ja, die Wache muss man dann töten. Ja, das, also man hat das ja, den Clanbann immer bei der dritten Goldenen, muss ich sagen. Wenn du alle drei direkt kriegst, dann kannst du den Stun, den, und dann kannst du den Easy Plot machen. Das ist eine super Entscheidung, was töte, den Boss oder die Krematoriumswache? Immer den Boss. Hat schon ein paar Situationen gegeben, da hat der Boss dann nur mehr 10.000 Life gehabt und die Krematoriumswache lebt nur und läuft auf dich zu und spuckt Feuer und du bist tot. Aber echt begeistert in der Handspiel, da ist er ja halt noch. Ein Aufstieg. Wo zeige ich jetzt hin? Über Gegen- und Uhrzeigersinn, weil dann kommt er die Wand genau entgegen. Geh da aus der Kante weg, da ist die Lava, pass auf, das ist sehr gefährlich. Achso, du, ey, ich. Halt's Knoll. Ich red, als ob du praktisch Realtime mit mir hier da bist. Ja, pass auf. Ja, ich. Sorry, ich. So kreislaufen beim Clanbahn, bei dem Dings der Trott. Okay. Hat ein Block nicht akzeptiert, sozusagen. Nachdem ich euch getötet habe, werde ich euren Leichnam wieder auferstehen lassen. Was war denn das? Schon voll im Obi fliegen, nein, du fliegst außen Obi. Das ist nur Lava. Ich bin ganz krank auf, du trinkst auch deinen Tanky gar nicht. Du bist.
Boah, die Geister, du darfst da nicht so willenlos. Die Geister fressen dich oft. Also die Geister sind oftmals Teilnehmer deines Todes. Ja. Echt ja, einfach nur, weil du blöd eingestoßen wirst oder du einrennst, weil du zu dem Weg hin willst und... Mach lieber einen Bogen um die Geister. Was geht denn da? Wir Dädra leben ewig. Passt auf meinen Schatz. Ich werde euch dort erwarten. Boah, ist schon oben. Nein. Ist da ohne Detail. Hebt mir das auf, den Felsen mag ich eigentlich. Dem anderen gehen können. Aber ganz kurz, Hans, du machst da einen Fehler. Sobald die Felsen da ist, lauf einfach mit dem Felsen mit. Da musst du nicht runtergehen, da macht der ja gar nichts. Hm. Nee, aber hast du gesehen, das kam jeweils, ist der Fell, wäre der Felsen echt zu dem nächsten Portal. Da hättest du mit ihm gehen können, den Boden hinlegen können. Das wäre einfaches Spiel eben gewesen, ja. Den nächsten. Einfach nur, um es dir zu sagen, natürlich ist da Hektik, aber wenn der Felsen ist und du siehst, du bist gerade hochgekommen, der Felsen kommt für dich, liegt bei dir, geh mit dem Felsen und lauf rückwärts, wenn du da noch ein Zipfelchen bei dem einen machen möchtest, aber der Felsen ist dann voll, weil da ist er gestunt und macht gar nichts. Also da wird es vielleicht, aber du bist ja gerade hochgegangen, das wird ganz heiß oder schnell oder nichts. Das verschafft dir ja eine Zeit, dass praktisch den weiten Siegelstein auch noch anhitten kannst und vielleicht auf 50% bringen kannst. Genau, genau. Oder vielleicht sogar ganz tötest und dann erst runter gehst. Dann kannst du immer noch überlegen, wenn da zu viel Feuer und so ist. Aber es sieht gut, ey Heinz, sieht echt gut aus, du machst das top, finde ich, also wirklich top. Doch, du lachst, dass du so oft jetzt da hochkommst, ist echt super nice. Okay. Damit jetzt. Damn. Aber es war echt gut. Ja, doch. Also die Rechnung schickt man da dann eh nur zu, keine Sorge, Heinz. Heinz, und ein gutes habt ihr auch noch. Du machst es jetzt so oft, dass du immer, das wird ja immer enger. Dass jedes Mal, wenn ihr jetzt die Marschstrom-Arena macht, finde ich danach, war das immer die leichteste, um durchzukommen. Weil du es so einfach so oft gemacht hattest. Du von im Rücken weißt ganz genau, was du hier zu tun hast. Stimmt, Stefan, oder? Also ich finde das nicht so schwer hier. Also ich verrecke manchmal. Na, ich finde danach, wenn man es einmal geschafft hat, dann hat man schon einmal so eine Grundtaktik, wo man sich hört und vielleicht denkt, ja okay, das war jetzt mehr Glück als wir Verstand und sowas. Aber wenn du die Taktik dann im Kopf zurecht geguckt hast und kaufst es dann wieder, dann hast du wieder mehr Taktik und sowas. Jedes Mal machen wir es ein bisschen leichter, finde ich. Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen, echt. Denkt halt auch immer mit viel Klick zusammen, wo was spawnt gerade und finde ich, oder Olli?
Genau, also ich habe vor kurzem jetzt rausgekriegt, dass wenn er runterkommt, für meinen Schaden es genau ausreicht, diese drei goldenen. Ja, und bei mir ist es so, wenn der sein Portal für den Detroit macht, ja, für die Wache, kommt aus diesem Augenwinkel, sehe ich praktisch schon das Goldene irgendwo von der Insel laufen und da gehe ich hin. Mich interessiert gar nichts. Ich weiß, dass er vielleicht so einen Fluchschuss macht in einen. Da würde ich eine Rolle praktisch machen, um da ausgeglichen zu sein für ein, zwei Sekunden. Und dann habe ich das Goldene und laufe einfach weiter und mache mittlerweile einfach nur noch Synergie direkt. Dann ist die Wache gestunt, macht die Wache schnell kaputt und dann kümmere ich mich um ihn und genau, hab ja eine Ulti voll. Ich habe jedes Mal eine Ulti immer voll. Also immer wenn ich unten bin, habe ich meinen Zerstörungsstab. Die mache ich auch, nachdem ich einmal geportet habe, lege ich die auf den Typen, der da runterläuft und ihn geht auch immer so, dass man Bein trifft. Ja, ich habe es halt immer so gemacht, weil mein Schaden nicht ganz so stark war, dass ich zuerst einmal die anderthalb Siegelsteine gemacht habe oben. Also mit als erstes mal die AOEs healing, dann von der Ferne den ersten töten, den zweiten ein bisschen anhitten, hinter der Wand verstecken und dann halt einmal freiwillig runtergehen. Den Detrot schnell besiegen und dann aber gleich wieder rauf und den letzten Stein dann besiegen. Oder anderthalb, je nachdem, wie es gelaufen ist. Ah, okay. Die chilligere Variante, naja, was heißt chilligere Variante, aber das ist ja die, was mir leichter gefallen ist, dann gemacht. Ja, ah, okay. Ich mache eigentlich oben immer, da habe ich jetzt echt eine gute Taktik, das kriegt man eigentlich so mit Schild und so. Ja, ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen Ressourcenprobleme gehabt. Da habe ich mir gedacht, na, gehst lieber runter, aber lohnst du bei dem Clanband schnell ein bisschen Mana auf. Gehst dann entspannt wieder rauf. Eins, ich habe auch einen simultanen, guten letzten Bossversuch auf YouTube, ne? Ich weiß hoffentlich. Das ist ja den dann, ja den muss man immer im Auge behalten. Die eine Taktik eben habe ich einen schönen Versuch gehabt, wo du echt konstant runtergegangen bist. Das solltest du eigentlich auch gar nicht ändern. Dann, ich würde einfach so weitermachen jetzt. Hast gut gemacht. Das Einzige, was mir halt aufgefallen ist, so der den Stein eher aus dem Weg gegangen ist und rausgegangen, runtergesprungen ist, als dass du praktisch da einen auf jeden Fall hättest noch runterrasieren können. Und dann runter. Dann hättest du nur noch einen gehabt. Genau, also das ist eigentlich gut, was du machst mit diesem Runterkommen. Dieses Chillen solltest du auf jeden Fall machen. Aber den Stein würde ich mir auf jeden Fall noch als Schutz nehmen. Der war eben so günstig für dich. Oder was zwei sogar. Ja. Ich habe es meistens so gemacht, ich bin immer gegen einen Uhrzeigersinn gelaufen, dass ich der Wand praktisch, dass sie mir entgegenkommt und dass ich den zweiten Stein, Siegelstein auch schon angreifen kann. Meistens relativ gut aufgegangen, glaube ich. Also entweder spawnt er recht vor dir links, das heißt du müsst dem schnell hinterher rennen mit einem grenzenlosen Sturm. Oder er spawnt wirklich auf der anderen Seite und dann einfach, wie Stefan sagt, einfach merken, im Gegensatz zum Uhrzeigersinn, der dreht sich immer gleich rum. Das heißt einfach im Gegensatz zum Uhrzeigersinn und dann bist du ganz schnell bei ihm. Nimm das als Hilfsmittel, das ist echt Hilfsmittel, weil er da natürlich nicht flucht und so. Das ist deine, wenn du da kurzzeitig oben bist, sollte es nur Probleme sein. Ja, genau. Dadurch, dass du rennst, kommst du eben aus dem Roten relativ raus. Ich liebe die Vorfreude.
ich jetzt auch drei Tode. Jetzt, ich glaube, die letzten zwei Tode waren selbst die gleichen. War du. Der D-Drop ist relativ lang schon da. Das heißt, der andere portet sich. Kämpfst dann mit dem D-Drop, aber dadurch, dass halt schon ein bisschen Zeit gebraucht hat, der D-Drop noch am Leben und dann wird er den Flug machen. Und dann ist das im Kampf. Mit dem D-Drop musst du den einen Flug blocken. Oder du killst den D-Drop gleich und dann schafft man das meist. Bei dem Fluch halt, nachdem der Tod. Ich beschwöre euren Tod. Eigentlich auch so wie bei ja, der Stern Kappenwerfer aufhören, sobald du Portal siehst, direkt alles in Ruhe lassen, nur noch Damage auf das Portal, was kommt, und dann Gas geben kann. Jetzt kannst du schon zum anderen, zum hinteren Ziegelstein rennen, Herr das Kino. Okay, das ist eine Option. Ich kann schon entspannt fischen, über die Marschstromarena schon hinter mir. Ihr seid in den Ring getreten. Wir haben einen Ring. Na, also, dass ich generell einfach schon hinter mir habe, dass ich die Waffen, was ich brauche, schon habe und dass ich jetzt nicht mehr zwingend einnehmen muss, außer ich sage, echt, mir ist einmal langweilig oder ich will es einfach wieder mal wissen. Jetzt kann ich mich jetzt auf solche Achievements konzentrieren wie der Meisterangler oder sowas. Oder was für Haus kaufe ich mir und solche Sachen passt. Dass es diesmal keine so einseitige Angelegenheit wird. Ja, ja. I love you. Wieder in den Geist eine. Nicht auf die Größe an, sondern auf die. Na, den Rest kennt ihr ja schon. Immer ausmoven. Immer wegbewegen davor. Wir Ätra leben ewig. So, ich müsste noch mal in die Krypta rein, glaube ich. Braucht's einen Heiler oder einen Tank? Ist egal mit was, genau. Ich bräuchte echt die Schuhe noch vom Ebenerz Uzzieler. Schaut sicher mal nicht und dann mit einer eigenen LAN rein. Ich glaube, du hast dann einen Vorteil, dass du direkt beim Endboss wieder anfängst, oder? Olli, wie ist denn das? Nee, wenn er jetzt so ausloggt und so. Ich glaube, wenn man ganz schnell ist, ist man wohl noch in der Session drin. Wenn du, glaube ich, ganz schnell Pötte zwischen Charakteren wechseln würdest, ich glaube, dann bist du wieder in der Endboss-Arena, aber auch da kann es sein, dass du wieder neu anfangen musst. Aber jetzt, wenn Heinz auf jeden Fall so, weißt du, direkt in den Krypta jetzt reingehen würde, direkt rein mit einem anderen Charakter oder so. Oder mit dem Charakter, ich glaube, dann ist die Session eine andere und dann würdest du praktisch wieder näher. Aber die geht ja schnell, das ja. Oh. Nein. Kühl dich ab. Kühl dich ab. Du hast so viel Hitze abbekommen. Sehr schön. Ehrlich. Ich würde mir Pfannkuchen machen. Wie verloren wir jetzt? Mein Handy ist auf. Ja, das hört sich gut an. Wird zwar dann vielleicht nicht unbedingt im TS sein, schnell, aber auf jeden Fall laufen können wir es. Also ich bin eh hier. Hast gut gemacht. Ja, gehört auch mal dazu, Nerven regenerieren und alles. Ah, genau.